Mist, da scheint es wohl gerade ein Problem zu geben. Die Anzeigetafel hilft mir da aber gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht wirklich weiter. Soll ich nun warten? Kommt die U-Bahn gleich? Wo bleibt mehr Info? Ich weiß, dass es irgendwann Durchsagen geben wird. Ich weiß auch, dass ich an der Infosäule versuchen kann, mehr zu erfahren. Denn über diese Infosäule werde ich direkt mit der U-Bahn-Leitstelle verbunden. Und die Leute dort, die müssen ja nun wirklich wissen, was da los ist. Am besten, ich schaue mir das mal direkt an. Wo ich mich gerade noch gefragt habe, was eigentlich los ist, wird hier längst mit Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet. Wir haben Telegusenstraße, eine Weichenstörung. Welche Weiche? Weiche 17 Richtung Klosterstern. Das ist schlecht. Personal schon informiert? Personal ist informiert. Die Lage der Weiche ins Kehrgleis? Ja, ins Kehrgleis können wir fahren. Dann bitte bis zum Eintritt. Eine Weichenstörung ist es also. Während ich also noch am Bahnsteig auf die Info warte, haben diese beiden Kollegen hier vor allem im Blick, dass der Betrieb so schnell wie möglich wieder läuft. Also die U-Bahn wieder fährt. Denn mal ehrlich, das ist doch das, was auch uns Fahrgästen am wichtigsten ist, oder? Nun heißt es also schnell handeln. Techniker werden losgeschickt, die Fahrer informiert und es wird auch schon mal abgeschätzt, wie lange die Störung wohl dauert und ob es zum Beispiel einen Ersatzverkehr braucht. Die zwei sind also die, die den Betrieb wieder zum Laufen bringen bzw. ihn vor dem Ort der Störung oder dahinter aufrechterhalten. Und erst wenn der Liniendisponent und der Stellwerker ganz genau wissen, was überhaupt los ist und wie das Problem behoben werden kann und wie lange es dauert, kümmert sich dieser Kollege um die Info. Denn was bringt es uns Fahrgästen, wenn wir häppchenweise Infos kriegen, die vielleicht nicht zuverlässig sind? Sobald er also alle Infos hat, geht die Infokette los. Klar, dass das dann ein paar Minuten gedauert hat, aber jetzt ist es dann erst wirklich aussagekräftig. Dann gehen die Details zur Störung, zum Ersatzverkehr und so weiter auch an alle Kanäle, die es für die Fahrgastinformation so gibt. Also in die App oder auf die Website und zum Beispiel auch auf die sozialen Medien. Und er ist auch derjenige, den ich als Fahrgast an den Haltestellen höre. Der Informationsassistent beantwortet meine Fragen an der Infosäule und spricht auch die Durchsagen für die Züge ein. Und diese Durchsage müsste ich dann ja eigentlich auch gleich am Bahnsteig hören. Guten Tag, hier ist die Leitstelle der Hochbahn mit einer Information für die Fahrgäste der Linie U1. Der Luftverkehr auf der Linie U1 ist zurzeit zwischen den Haltestellen Kellinghusenstraße. Das Ganze hat jetzt nur wenige Minuten gedauert. Und schon weiß ich, ob ich noch warte oder mir eine Alternative suche. Und diese Info hilft mir doch dann jetzt wirklich weiter. Dieses Mal stand ich ja nun schon hier am Bahnsteig. Ich könnte mir aber auch schon vorher helfen. Dann setze ich nämlich ganz auf mein Smartphone. Hier kann ich die HVV-App oder hvv.de checken und herausfinden, ob auf meiner Linie was hakt. Oder aber ich abonniere den Hochbahnkanal bei Twitter oder meine U-Bahn-Linie bei WhatsApp. Da werden alle größeren Störungen gemeldet und ich kann mir schon eine Alternative suchen, wenn ich noch gar nicht am Bahnsteig stehe, sondern erst auf dem Weg dahin bin. Also, wer es noch nicht hat, sucht sich jetzt schnell seinen passenden Infokanal raus.